Also Eva Schürmann lehrt auf jeden Fall an der Otto von Guericke Universität in Marburg. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die Bereiche der Kunstphilosophie und medienanthropologischen Theorien. 2014 erhielt sie den Wissenschaftspreis der Abi Warburg Stiftung für ihre Studie Sehen als Praxis. Seit 2015 ist sie Mitherausgeberin der Allgemeinen Zeitschrift für Philosophie und aktuell hat sie eine Gastprofessur an der Universität Bangor in Wales, wo sie gemeinsam mit einem Kollegen zur Rechtsästhetik forscht. Und aus diesem Grund kann sie nun eben heute auch nicht hier anwesend sein, sondern steht uns nur in Anführungszeichen digital zur Verfügung. Wir freuen uns aber sehr, dass sie dazu bereit war. In Ihrem, können Sie mich jetzt hören? Ich skizziere noch ganz kurz, was sie uns vortragen wird. In ihrem Beitrag wird sie uns Positionen fotografischer Gegenwartskunst, so rum, gleich mit einer französischen Künstlerin, deswegen der Versprecher. Also wird sie uns Positionen fotografischer Gegenwartskunst, darunter Arbeiten von Sugimoto und Isabelle Lemin, vor der Folie von Roland Barthes Zeugenschaftsanspruch an die Fotografie vorstellen und diskutieren. Und ich freue mich sehr, liebe Frau Schürmann, auf Ihre philosophische Perspektive und übergebe das Wort an Sie, in der Hoffnung, dass die Verbindung stabil bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Tomschke, das ist sehr nett. Frau Vitale und ich haben wahrscheinlich gerade einen Riesenschreck gekriegt, nur weil die Verbindung natürlich prompt zusammengebrochen ist, direkt als Sie anfingen zu sprechen. Ich denke, hört man mich so gut oder so ist, ja? Gut, ich finde es auch etwas spannend, anspruchsvoll technisch jetzt hier, also über die Länder und Zeitdifferenzen hinweg zu Ihnen zu sprechen und gleichzeitig die PowerPoint zu schalten und vorzutragen und so. An sich zoomen wir alle im Moment ja laufend, sodass ich schon denke, das geht. Und in der Tat, in diesen Zeiten zurück nach Frankfurt zu jetten, wäre sträflich gewesen. Ich bin hier ja an einem ziemlich entlegenen Fleckchen des Vereinten Königreichs. Aber ich freue mich auf diese Weise wenigstens ein bisschen was mitzukriegen. Also ich habe den Vortrag von Frau Sieverding gerade mit Spannung verfolgt und ich freue mich auch, dass es aufgezeichnet wird, sodass ich vielleicht das eine oder andere dann noch werde nachhören können. Ja, und ich danke Ihnen wirklich sehr, Frau Leber und Frau Tomschke, für die Einladung, weil die ja, glaube ich, zurückgeht auf ein Paper, das ich vor sehr vielen Jahren mal über Henri Cartier-Bresson und Sugimoto geschrieben habe. Und dass ich jetzt für den Vortrag hier ein bisschen erweitern konnte, um Überlegungen von der von Frau Tomschke genannten Isabelle Lemin vorzustellen. Denn das ist in der Tat eine sehr interessante zeitgenössische französische Fotografin, die sich auf beide Praktiken von Sugimoto und Cartier-Bresson bezieht und damit aber ironisierend, kommentierend, produktiv weiterarbeitet. Und ich bin auf Sie erst aufmerksam geworden, weil Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Sie wäre im März auch dabei gewesen, nicht? Sie hatte sich registriert. Jetzt kann sie natürlich nicht kommen, aber die DZ-Bank besitzt einige Arbeiten von ihr und ich glaube, dass das zu unserem Thema tatsächlich einiges beiträgt. Ich komme zu ihr aber dann nur zum Schluss meines Vortrags und werde im Wesentlichen nochmal diese zeittheoretischen Verbindungen aufrufen, die ich zwischen Sugimoto und Cartier-Bresson hergestellt habe. Sieht man jetzt, was ich sehe, aber noch nicht als in Prämpräsent. Jetzt, nicht wahr? Gut, so kann ich weitermachen, gell? Ja. Also, dann geht es mir nämlich um das Verhältnis von Wirklichkeit und Imagination, die in Fotografien zum Ausdruck kommen können, in zeitphilosophischer Hinsicht. Zeit und Zeitliches, das ist von Roland Barthes bis Susan Sontag immer wieder betont worden, sind die eigentlichen Referenten der Fotografie. Eben dadurch liest man beispielsweise bei Susan Sontag
Zitat, dass sie diesen einen Moment herausgreifen und erstarren lassen, bezeugen alle Fotografien das unerbittliche Verfließen der Zeit. Zitat Ende. Roland Barthes emphatische Betonung auf dem Dagewesensein des Referenten ist vor allen Dingen dem Umstand geschuldet, dass es sein zeitliches Dagewesensein in der Wirklichkeit ist, die Fotografie festhalte, in der Barthschen These zufolge, und die Magie des Mediums ausmache. Seiner Konzeption des fotografischen Bildes nach bedient vor allen Dingen das Transparenzideal der Fotografie dadurch die Vorstellung, dass es ein Fenster zur Vergangenheit ist, das die Fotografie eröffne. Nicht? Also, dass nicht nur wir wie durch ein transparentes Fenster auf das einmal Dagewesene blicken, sondern dass es gewissermaßen eine Lichtbrücke zur Vergangenheit ist, die durch Fotografie ermöglicht werde. Das ist, dieser Gedanken verdankt sich dieses Roland Barthesche Pathos, ja? Die Fotografie als Fenster zur Vergangenheit. Und ihre verstörende Kraft rühre vom wirklichen Dagewesensein des Fotografierten her. Jedes Foto zeige, so die berühmt gewordene Formulierung, dieses ist gewesen, Schüller A.E.T. Und diese Auffassung ist nun ebenso unabweisbar und bestechend wie auch vereinfachend und irreführend. Irreführend ist sie vor allem deswegen, weil sie eine Vorstellung nähert, die man mit Lyotard eine metaphysische Illusion nennen könnte, also Lyotard hat das so genannt, die Vorstellung nämlich, dass objektive Fakten ihren Abbildungen in Sprache und Bild vorangingen. Ja, also so eine naive, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie so suggestive Vorstellung, dass es irgendwie Tatsachen gibt und dann kann man die abbilden eins zu eins in Medien der Sprache, des Bildes und natürlich vor allen Dingen der Fotografie, wenn man dieser indexikalischen Fotografievorstellung folgt. Diese Vorstellung ist im Falle der Fotografie offenbar auch selbst dann nicht zu verabschieden, wenn man ihre Unzulänglichkeit durchaus eingesehen hat. Mehr als jede andere bildliche Darstellung kann die Fotografie das sichtbare Gegebene festhalten und etwas zeigen, das wirklich wahrnehmbar gewesen sein muss. Gleichzeitig aber hat noch nicht mal der Fotograf selbst genau dasselbe gesehen, was die Kamera unter Nutzung optischer und chemischer Prozesse aufzeichnet. Ich weiß nicht mehr, von wem die schöne Formulierung stammt. Selbst wenn man im Moment der Aufnahme neben dem Fotografen gestanden hätte, hätte man die Fotografie ja nicht gesehen, weil man nicht gerahmt gesehen hätte, nicht schwarz-weiß gesehen hätte, nicht stillgestellt gesehen hätte und so weiter. Ja. Insofern ist das Abbildparadigma also in jedem Fall kurzgriffig. Bevor wir darauf aber zurückkommen, rufen wir uns noch einen anderen Aspekt der Barthschen Fotografiekonzeption in Erinnerung. Das Licht, schreibt Barth, das vom Referenten auf die lichtempfindliche Platte mit den Silbersalzen traf, hat sie wirklich berührt, das ist Zitat, ne? Sei daher also eine wirkliche Spur, ein unabweisbares Indiz des Referenten. Der Referent bliebe quasi haften. Zitat nochmal, die Fotografie ist wörtlich verstanden, die Emanation des Referenten. Dieses ist nicht da, aber es ist mit Sicherheit einmal da gewesen. Zitat Ende. Und diese Fotografiekonzeption ist es nun, die durch einen Fotografen, wie ich finde, wie kaum von einem anderen bestätigt wird, nämlich in der Fotografie von Henri Cartier-Bresson. In mehr als einer Hinsicht. Dies ist jetzt eine Arbeit von 1961. Mit einem unglaublichen Gespür für Bildorganisation und Raumstrukturen begibt Cartier-Bresson sich mit seiner Kamera gleichsam auf die Jagd nach bildhaften Momenten im alltagsweltlich Sichtbaren. Mit einem treffsicheren Blick für den richtigen Augenblick gilt seine Arbeit nach eigener Aussage dem Bemühen, Zitat, das Leben bei sich selbst zu überraschen. Zitat Ende. L'instant décisif, so, also der entscheidende Augenblick, so ist der Titel des Vorwortes einer 1952 erschienenen Monographie. Darum sei es ihm immer gegangen, der entscheidende Augenblick sei dann gekommen, wenn ohne Posen, Manipulationen und Arrangements etwas aus dem beiläufig Sichtbaren sichtbar werde und im Bild festgehalten werden könne.
sieht man von einigen eindrucksvollen politischen Reportagebildern. Cartier-Bresson war ja auch politischer Reportagefotograf. Also sieht man davon mal kurz ab, sind die Momente, die Cartier-Bresson aufspürt, selten in einem dramatischen Sinne Ereignisse, aber er transformiert das prozessual Erscheinende in ein Bildereignis, in dem sie in der Tat bis heute erscheinen. Wir reden hier über Bilder, die 50, 60 Jahre alt sind. Seine Fotografien zeigen singuläre Ereignisse, dagewesene Augenblicke und einmalige Konstellationen, deren völlig ephemere Sichtbarkeit, ja, und Qualität unrettbar verloren wäre, hätte der Blick des Fotografen sie nicht wahrgenommen, festgehalten und im Bild zum dauerhaften Erscheinen gebracht. Das kleine Mädchen befand sich zur rechten Zeit am rechten Ort, nämlich genau in jenem Quadrat aus Licht, das die harmlose Szenerie zu einer geometrisch verdichteten Konstellation von Wirklichkeit werden lässt. Und das war nur in jenem Instant décisif, in jenem entscheidenden Augenblick da. Dies war der Augenblick, den der Fotograf festzuhalten ausgezogen war, um, Zitat nochmal, das Leben auf frischer Tat zu ertappen, das flüchtige Dagewesensein des Motivs zu bestätigen. Das Auge, schreibt Cartier-Bresson, schneidet aus der Wirklichkeit sein Sujet heraus, Zitat Ende. Und er beansprucht damit genau jene Bachsche Idee, der zufolge das Bild, das fotografische Bild wie ein Fenster, eine gerahmte Aussicht, Durchsicht, ja, auf die sichtbare Welt bietet. Bezeichnenderweise ist es allerdings das Auge und nicht die Kamera, dem der Fotograf das Entscheidende zuspricht. Denn es ist ja doch der bildnerische Akt des Sehens, ja, der bereits mit dem aufspürenden Blick beginnt und mit dem zeugnisablegenden Foto nur zu einem Abschluss kommt. Aber das ändert jetzt für meinen Punkt der indexikalischen Fotografiekonzeption nichts. Im Gegenteil, es ist die Spur des Wirklichen sozusagen, die haften bleibt. Das Leben, nochmal Cartier-Bresson, war derart, dass ich nichts anderes tun musste, als meine Kamera auf das zu richten, was mich am meisten berührte. Zitat Ende. Der entscheidende Augenblick scheint dabei für Cartier-Bresson immer in einer Art Bildwerdung des Sichtbaren zu bestehen, also darin, dass eine Konstellation genau zustande kommt, in der eine geometrische und rhythmische Ordnung, eine wohlponderierte Verteilung von Linien, Vertikalen, Massen, Proportionen, Licht und Schatten gegeben ist. Nochmal ein Zitat, la joie, c'est la géométrie, tout est en place, au moment juste. Ja, also wenn alles sozusagen eine Art Wohlkomposition, Bildkomposition bildet, nicht, wo alles an seinem Platz zu sein scheint, das ist für ihn das Kriterium für gute Fotografie und für sozusagen den getroffenen entscheidenden Augenblick. Unter Form verstehe er eine strenge plastische Organisation, die das Ergebnis für ein Rhythmusgefühl sei. Zweifellos ist er dabei immer auch Kompositeur, dessen interessegeleiteter Blick quasi eine eigene Art der Belichtung darstellt. Aber seine Arbeiten sind auch dann noch Entdeckungen und keine Erfindungen von Proportionen, Formen und Linienführungen. Zwar ist zu fragen, ob man das im Bild Erscheinende jemals in der Wirklichkeit gesehen hätte, wäre die Kamera nicht da gewesen, um den Blick des Künstlers festzuhalten. Aber ich würde mich der Lesart von Clive Scott anschließen, der schreibt, die Komposition werde rather identified than generated. Also eher, oder mit Wallenfels hätte man sagen können, eher gefunden als erfunden. Nicht? Dass sie also wirklich... dass es sich dem Auge so bietet und dann eben festgehalten wird im Foto. Das ist das entscheidende Anliegen, die Bildkomposition dahinter, das Motiv, sich auf diese Suche zu begeben und die Entscheidung dafür, den Auslöser zu drücken. Ja. Und das Bild dann natürlich auch stehen zu lassen. Der bestechende, vielleicht sogar chirologische Moment verdankt sich also einem Zusammenwirken von Sehen und Sichtbarem beziehungsweise beider Spontanität, der des Sehenden, der handelt, und der des Sichtbaren, das im unwiederbringlichen Augenblick eine bildhafte Konstellation ergibt. Ja, wie hier die Konstellation von der Person im Vordergrund. Ich kann das jetzt nicht zeigen mit dem Pointer, aber die Schattenfigur hält man natürlich zunächst für den Schatten der Person im Vordergrund, ohne dass sie es ist.
Wohl wird das Sichtbare erst dadurch zum Bild, dass es ausgeschnitten und gerahmt wird. Aber es weist doch eine inhärente Bildlichkeit auf, die Cartier-Bresson wie kaum ein anderer zu dokumentieren imstande ist. Ganz im Gegensatz dazu die Fotografiepraxis von dem zeitgenössischen Künstler, japanischen Künstler Hiroshi Sugimoto. Der das Imago, also wirklich die imaginäre Vorstellung der Fotografie als einem Fenster zur Vergangenheit, dadurch bedient, dass er sie konterkariert. Ja, dass er sie ja wirklich also schon aufgreifend umwandelt und die Fotografie dabei zu etwas anderem wird. Ja. Denn seine Bilder zeigen vor allem, so ist es nie gewesen. Nicht wahr? Das gilt, wie wir sehen werden, nicht nur für diese Werkgruppe der Lichtspielhäuser, also zu denen ich gleich noch was sage, sondern das gilt auch für die Seascapes, für die sogenannten Seestücke, Landschaftsaufnahmen der See, auf die Isabelle Lemin sich bezieht. Und das gilt umso mehr für die Arbeiten, für die er vielleicht am berühmtesten geworden ist, für diese Arbeiten der Gruppe der Porträts, zu denen ich gleich komme. Kurz nochmal zu den Theateraufnahmen. Das ist hier eine Arbeit von 1978 aus einer Serie von sogenannten Theaters, Aufnahmen leerer Filmspielhäuser. Die so entstanden sind, dass der Künstler sich in Kinosälen mit einer 200x250mm Kamera, deren Blende für die gesamte Spieldauer eines Filmes geöffnet bleibt, in so alten, prächtigen Kinosälen positioniert, um, wie er sagt, die Zeit zum Thema meiner Arbeit zu machen. Ja, das war jetzt ein wörtliches Zitat. Zeit ist das Thema meiner Arbeit. Er wolle ihren Verlauf festhalten, indem er die Zeit sozusagen thematisiert. Ja. Sein Film, also während der Aufnahme der Kinofilme, überflutet ein Bild nach dem anderen seine Kamera und was dabei übrig bleibt, ist eine weiße Leinwand. Time Exposed nennt der Künstler dieses Verfahren, das in deutschen Katalogen als belichtete Zeit wiedergegeben ist, was ich auch nicht ganz uninteressant finde. Also, dass er versucht, die Zeit zu belichten, weil die dauerhafte Belichtung eben zu einem Verschwinden der Bilder führt und am Ende nur jenes leere Lichtfeld übrig bleibt, das den Kinosaal beleuchtet, in dem jeder Zuschauer aber fehlt. Vielleicht auch wegretuschiert wurde. Jedenfalls also ist die Fotografie hier ein leeres Fenster, das nicht mehr zeigt, wie irgendwas gewesen ist, sondern vielleicht, damit würde ich mich nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen mit so einer These, aber vielleicht den Zeigevorgang der Undarstellbarkeit thematisiert. Die Zeit, die das üblicherweise Sekundenbruchteil kurze Aufblinken der Blende erfassen kann, wird so lange ausgedehnt, bis nichts mehr erscheint. Aber dafür wird die Architektur zu einer Art innerbildlichem Rahmen der monochromen Leinwand und damit verweist die Repräsentation der Repräsentation nur noch auf sich selbst. Ganz im Gegensatz also zu Cartier-Bresson wird die Fotografie bei Sugimoto zur Herrichtung einer Bühne, auf der die Darstellbarkeit des Dargestellten systematisch bezweifelt wird. An die Stelle dieses L'instant décisif tritt die Abstraktion. Ein allerdings unrealisierter Vorschlag für den Titel einer großen Sugimoto-Ausstellung in der Hirschhorn-Sammlung 2005 lautete in angrenzender Anspielung auf Cartier-Bresson auch The Indecisive Moment, der unbestimmte Augenblick. Aber so ist die Ausstellung dann aus irgendwelchen kontingenten Gründen nicht genannt worden. Auf jeden Fall ist schwer zu sagen, worauf eine solche Darstellung noch referiert. Also der Referent ist hier auf merkwürdige Weise entzogen und es ist sicher nicht mehr Sulla A.E.T. Mit den Porträtarbeiten seines Oeuvres thematisiert Sugimoto nun die Zeit als Tod, als eine Art Theater des Todes. In perfekt ausgeleuchteten Schwarz-Weiß-Fotografien von Wachsfiguren aus den Wachsfigurenkabinetten Londons und Amsterdams erscheinen die Porträtierten in einem der Dunkelkammer entlehnten schwarzen Nichts. Was wir hier sehen,
ist kein Foto von William Shakespeare. Aber es ist ein Foto und es ist ein Bild von Shakespeare. Und es würde sehr schwer fallen, über dieses Foto zu sprechen, ohne irgendwie Shakespeare zu erwähnen. Denn Shakespeare ist gewissermaßen auch dann noch der Referent dieses Bildes, wenn er sich niemals vor irgendeinem Objektiv befunden haben kann. Dieses Foto zeigt ganz und gar nicht, was gewesen ist. Und doch befand sich sein Referent, nämlich die Wachsfigur des Inbegriffs dessen, wie wir uns Shakespeares vorstellen, ja, vor einer analogen Kamera, vor einem Objektiv. Und wurde in Silber umgemünzt und so. Aber der Referent ist nur das Abbild einer Vorstellung. Wir wissen ja noch, es gibt ja diese Debatten, ob überhaupt das ganze Shakespeare'sche Oeuvre von Shakespeare sein kann oder nicht auch Christopher Marlowe seine Hand im Spiel gehabt hat und so. Das weiß ich nicht, aber ich will damit sagen, wir haben natürlich jede Menge Vorstellungen von Shakespeare, aber überhaupt keine Idee, wie Shakespeare wirklich aussah. Und trotzdem würden wir das als, ja, genau so stellen wir uns Shakespeare vor. Es ist definitiv seine Zeit. So etwas könnte er getragen haben und so. Shakespeare ist also definitiv der Referent dieses Bildes, nicht wahr? Aber eben nur als Imago. Was der Künstler darstellt, ist gleichsam ein wirkliches Vorstellungsbild, ja, wie es Geschichte und Kunstgeschichte geprägt haben. Durch einschneidende Maßnahmen der Beleuchtung, der Schwarz-Weiß-Reproduktion, des Ausschnitts, der hintergrundlosen Darstellung und so weiter, wirken die fotografierten Tsujimotos lebendiger als die Wachsfiguren. Die fotografische Inszenierung lässt die Künstlichkeit der Wachspuppe vergessen, das Ölige der Wachsoberfläche verschwindet im feinen Korn der Fotografie. Durch eine perfekte Reproduktionstechnik, die Stofflichkeit der Darstellung quasi verleugnet, wirkt die Kopie der Kopie echter als das Original. Ich verlasse mich nicht, schreibt Tsujimoto, auf das optische Bild, sondern ich ergänze es beträchtlich, ich manipuliere das Medium. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geachtet und weiß nicht, wie ich in der Zeit bin, aber eine Arbeit von Tsujimoto möchte ich noch zeigen, und zwar im direkten Vergleich zu dem, worauf er sich auch bezieht. Nämlich, ich weiß jetzt nicht, was bei Ihnen links und rechts ist, aber in dem einen Fall haben Sie das Gemälde von Hans Holbein dem Jüngeren von Jane Seymour, einer der Ehefrauen, glaube ich nicht, von Henry VIII. Und in dem anderen Fall haben Sie eine Arbeit von 1994 von Tsujimoto, Jane Seymour, wie sie im Wachsfigurenkabinett und nach Bewährter nach der Shakespeare'schen Manier von ihm fotografiert worden ist. In Anlehnung an die Bildkonvention des Dreiviertelprofils, nahezu nahtlos anknüpfend an die hohe Porträtkunst des jüngeren Holbeins und beleuchtet im Chiaroscuro eines Rembrandt-Gemäldes, inszeniert Tsujimoto also die Fotografie als Nachbildung eines Bildes, das jemand nachbildet. Als Nachahmung der Nachahmung von Lug und Trug. Mehr noch als die Malerei vergegenwärtigt die Fotografie, Verzeihung, ich muss hier immer so springen, weil ich den Text nur vom anderen Rechner ablese. Mehr noch als die Malerei vergegenwärtigt die Fotografie, als wäre sie eben jenes transparente Fenster zur Vergangenheit, die vor Jahrhunderten Gestorbene, schafft eine scheinbar physisch präsente Virtual Reality, jedenfalls eine gespenstische Lebendigkeit der Toten. Ähnlichkeit wird dadurch zu einer graduell steigerbaren Qualität des Bildlichen. Der gedoppelte Illusionismus einer fotografierten Kopie eines gemalten Originals wirkt quasi authentischer als das Gemälde oder die Touristenattraktion. Ja, das könnte man jetzt, das hat er, dieses Thema hat er vielfältig variiert. Man könnte es hier an dem Fall auch nochmal durchspielen. Das ist die Vorstellung des Duke of Wellington an Napoleons Totenbett. Aber natürlich war der Duke of Wellington, hat Napoleon in der Schlacht von Waterloo besiegt, aber er war nie an seinem Totenbett auf St. Helena oder wo das war, nicht? Aber Sie haben das Prinzip verstanden und ich würde es jetzt vorziehen, zu Isabelle Lumine zu kommen, weil ich glaube, klar wurde, es ist das Gegenteil der indexikalischen Fotografiekonzeption von Cartier-Bresson bzw. Roland Barthes, obwohl das Prinzip eines sich vor der Linse befunden habenden Referenten analog aufgenommen beibehalten wird. Also, oder auch das Imago der Fotografie als transparente Durchsicht
auf das zeitlich Vergangene geradezu, also virtuos bedient wird. Und das war mein Punkt und das wollte ich sagen. Jetzt kommen wir aber zur zeitgenössischen französischen Künstlerin Isabelle Lemin, die sich just auf beide Fotografen bezogen hat, freilich um sie aufgreifend völlig abzuwandeln. In ironischer Durchbrechung von Cartier-Bressons Jagd nach dem richtigen Augenblick trägt die Serie, aus der ich jetzt ein paar Aufnahmen zeige, die sie mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, ich hatte sie Anfang des Jahres noch getroffen, trägt diese Serie den Titel Trop tôt et trop tard, ja, zu früh und zu spät. Und die Serie besteht darin, dass Lemin eine Reihe von Cartier-Bressons Bildern genommen hat, um, sie sehen es, sie zu entvölkern, um sie so zu retuschieren, dass sie sozusagen um die personellen Elemente, die natürlich auch optische Elemente waren, dieser Elemente beraubt werden. Ich habe das hier doch mal nebeneinander gestellt, das ist ihr auch recht gewesen, beziehungsweise sie hatte selber vorgeschlagen, als sie die Arbeit mal gezeigt hat, als sie ihre Arbeiten zeigte, dass sie Cartier-Bresson daneben zeigen würde zeigen dürfen, das hat aber, glaube ich, nicht geklappt. Aber da sehen Sie also, was aus Cartier-Bresson wird oder was das mit dem Bild macht, wenn hier in dem Fall diese entscheidenden Elemente sozusagen dunkler Vertikalen, die aber rhythmisch übers Bild, das durch diese Linienschwünge, Asphaltlinien, Lichtschattenkonstellationen komponiert und ponderiert ist, wenn die fehlen. Ja. Was bleibt vom entscheidenden Augenblick übrig, wenn diese Bilder entvölkert werden? Der bereits erwähnte Clive Scott hat eine terminologische Trennung von Instant und Moment, also Augenblick und Moment, könnte man vielleicht sagen oder so, ja, vorgeschlagen, um einen digitalen und einen analogischen Modus des vorübergehenden Augenblicks zu differenzieren. Zeittheoretisch und philosophisch interessante Unterscheidungen, die vielleicht entfernt an Benjamins Unterscheidungen zwischen Erlebnis und Erfahrung erinnern. Clive Scott will damit zeigen, Zitat, that the taking of a photograph is an attempt to transform an instant into a moment. Dass das der Versuch sei, einen analogen Moment zu transformieren in einen digitalen. Und in diesem Versuch, in diesem Bemühen, habe das fotografische Bild die Tendenz, nochmal Zitat, to shift from indexicality to iconicity. Also von Indexikalität zu Ikonizität zu switchen. Beziehungsweise eine Art ikonisches Potenzial allererst zu entfalten. Und der Lesart würde ich mich gerne anschließen wollen. Ich glaube, dass das ein guter Vorschlag ist, vom Postfotografischen zu denken. Weil ich glaube, das war eines der Anliegen, die zu dem Symposium geführt haben, nicht? Dass das Postfotografische, und Isabelle Lemin zählt sich der Postfotografie zu, dazu komme ich gleich noch, dass das Postfotografische nicht mehr auf das Pathos der Fotografie als Spur setzt, aber dafür, genau in dem Maße, in dem es diese Indexikalität verabschiedet, Ikonizität freisetzt. Bildliches Potenzial, Bildgenerationsmöglichkeiten ausschöpft oder auslotet oder erweitert. Das ist dann natürlich im Einzelfall zu prüfen. Ja. Mindestens aber im direkten Vergleich, habe ich gar nicht, dann müssen wir dabei noch bleiben. Mindestens im direkten Vergleich zwischen Cartier-Bresson und Lemin sieht man, dass die Bilder aber auch dann noch Spuren evozieren, wenn sie diese versuchen zu unterlaufen. Denn sind diese Bilder nicht auch Spuren der Leere und des Abwesenden? Und insofern sind Leere und Abwesenheit immer noch Referent des Bildes?
Il n'y a pas de moment décisif, scheint sie auf jeden Fall zu sagen. On est toujours trop tôt et trop tard. Wir sind immer irgendwie zu spät. Ja? Und damit rechnet die Künstlerin sich dem postfotografischen zu, dem nachfotografischen Zeitalter, in mehrfachem Sinne. Das in selon und après, das nach dem eigentlichen fotografischen, nach der Magie des Mediums kommt und einen Epochenschnitt markiere, wie sie meint. Wenn man nämlich mit Photoshop beliebig dekonstruieren, umkehren, kommentieren und iterieren kann, auch das Iterieren finde ich hier was wirklich sehr Spannendes, ja, das ist sozusagen eine wiederholende Verschiebung ist, die Verschiebung durch Wiederholung, die sie hier probiert. Wenn man also mit Photoshop das alles beliebig machen kann, läuft jedenfalls die Behauptung Saeté, dass so ist es gewesen, ins Leere. Das Wirkliche und das Imaginäre treten vielmehr in einer Weise vermengt auf, sodass eine Trennung bloß noch analytisch gemacht werden kann. Ja, also was hier sozusagen an Imaginärem wirklich dokumentiert wird, beziehungsweise umgekehrt an Wirklichem imaginär überformt wird, das, glaube ich, geht hier eine ganz interessante Verschränkung oder Überkreuzung ein. Der Bruch mit der Indexikalität ist offenkundig und doch werden wir den Spurcharakter, wie wir jetzt auch noch an einer zweiten Serie abschließend sehen wollen, werden nicht vollständig los. Diese Serie hier trägt den Titel Dark Roomscapes, also nicht, das sind keine Tsujimotos und keine Seascapes, sondern Dunkelkammerscapes, Dark Roomscapes, und kommen folgendermaßen zustande. Also das wäre es jetzt mal im Nahaufnahme. Und so kommen sie zustande. Das Bild hat mir auch die Künstlerin zur Verfügung gestellt. Das Entwickeln von Schwarz-Weiß-Fotografien in der Dunkelkammer benötigt nämlich Bäder in drei verschiedenen Entwickler- oder Fixiererflüssigkeiten. Und von diesen Schalen bzw. dem darin befindlichen Fotopapier hat Lemin eine Serie von über 200 Aufnahmen mit der Großformatkamera gemacht. Dabei hat sie die Beleuchtung und Belichtungszeit jeweils variiert. Schauen Sie, da kam also auch mal sowas hier raus. Das hat sie dann aber verworfen. Belichtungszeit variiert und auf diese Weise entstanden von den 200 Aufnahmen 10 Aufnahmen, die sie behalten hat und als quasi interpikturalen Kommentar, würde man sagen, nicht zu Tsujimoto ausgestellt hat. Das ist ja doch eine Art Zwischenbildlichkeit. Und diese Bilder zeigen paradoxerweise genau das, was sich vor einer Kamera befunden hat, ohne jedoch im geringsten die naturalistische Abbildung einer landschaftlichen Realität zu sein. Damit durchkreuzt Lemin auch die Transparenzillusion, um stattdessen die Arbeit am Material zu zeigen. Ich glaube, auch das ist der Witz des Postfotografischen, nicht wahr? Dass es die Arbeit am Material ist, auf die besonderen Wert gelegt wird, und neue Wege der Bilderzeugung zu erproben. Man könnte das mit Rückgriff auf die Kunsthistorikerin Martina Dobbe die bildliche Potentialität der Fotografie nennen, die über die abbildliche Lesart aus dem Blick geraten war. Die jetzt nun zurückgewonnen wird. Ja, das, denke ich, wäre jedenfalls ein Vorschlag, After Photography produktiv zu verstehen. Und damit bin ich auch schon fast am Ende. Ich hoffe, ich habe die Zeit nicht, den Bogen nicht überspannt. Aber After Photography wäre demzufolge eine solche Fotografie, die die Möglichkeit des Fotografischen fortschreibt, indem sie das Material thematisiert. Anstelle des Imagos, man blicke durch ein transparentes Medium auf ein Gegebenes oder Gewesenes, kreiert sie Fiktionen eigener Art. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.